Hallo und herzlich willkommen. In nur 5 Schritten zeige ich dir in meinem Video, dass folgendes gilt. 12 hoch 7 durch 4 hoch 5 mal 4 hoch 2 geteilt durch 3 hoch 5 ist gleich 9. Du lernst dabei, wie du mit Potenzen rechnest, wie du unterschiedliche Potenzrechengesetze anwendest und damit arbeitest. Am Ende des Videos weißt du dann, wie du die Lösung solcher Aufgaben angehen kannst, um sie in Zukunft selbst lösen zu können. Zu Beginn nimmst du erst einmal den Rechenausdruck, von dem du ausgehen sollst, und schreibst ihn dir hin. Ich schreibe also 12 hoch 7, dann einen Bruchstrich und 4 hoch 5 mal 4 hoch 2 im Nenner, geteilt durch 3 hoch 5. Uns beiden muss es jetzt gelingen, diesen Term hier Schritt für Schritt so umzuformen, dass daraus am Ende einfach nur 9 wird. Am besten du beginnst hierfür hier unten im Nenner. 4 hoch 5 und 4 hoch 2 sind ja beides Potenzen mit der gleichen Basis, nämlich 4. Werden zwei Potenzen mit der gleichen Basis, so wie hier, mal genommen, so hat dies zur Folge, dass ihre Hochzahlen, also Exponenten, addiert, also plus gerechnet werden. Statt 4 hoch 5 mal 4 hoch 2 kannst du also im Nenner unten 4 hoch 5 plus 2 schreiben. Und das wiederum ist zusammengefasst 4 hoch 7. Nun hast du hier ja mit 12 hoch 7 im Zähler und 4 hoch 7 im Nenner zwei Potenzen mit gleichem Exponenten, also mit der gleichen Hochzahl 7. Anstatt diesen gemeinsamen Exponenten auf Zähler und Nenner einzeln anzuwenden, kannst du diesen auch auf den Bruch insgesamt beziehen. Statt 12 hoch 7 durch 4 hoch 7 darfst du also auch 12 Viertel hoch 7 schreiben. Danach übernimmst du geteilt durch 3 hoch 5 einfach noch. Und dann kann der nächste Vereinfachungsschritt kommen. Denn 12 Viertel ist ja nichts anderes als 12 geteilt durch 4, also 3. Und so schreibe ich statt 12 Viertel hoch 7 einfach 3 hoch 7, also so. Jetzt hast du zu guter Letzt hier wieder zwei Potenzen mit gleicher Basis, nämlich 3, die dieses Mal aber geteilt gerechnet werden. Dies bedeutet, dass die gemeinsame Basis, also 3, beibehalten wird und die Hochzahlen aber subtrahiert, also minus gerechnet werden. Statt 3 hoch 7 geteilt durch 3 hoch 5 darf ich also 3 hoch 7 minus 5 schreiben. Und das ist ja 3 hoch 2, also 9. Also genau das, was ich haben wollte. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Potenzrechnen. Vielleicht hilft dir ja auch noch eines dieser beiden Videos hier von mir weiter. Bis bald!